Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 10.11.2020. Und heute lernen wir, wie wir einen charttechnischen Urknall generieren. Wir packen in eine schöne Schubkarre ein Groß-Trading-Event wie eine US-Wahl, sorgen dafür, dass alle möglichen Leute nur Short dagegen handeln, indem wir den Markt lang steigen lassen. Legen uns den dann so zurecht, dass wir eigentlich alle in einem bestimmten Radius mit einem gekonnten Schlag in die K.O. schicken können, setzen den gekonnten Schlag, drücken auf die Zündung und machen Boom. So, und ich glaube, nichts anderes ist jetzt hier passiert. Dieses mit dem Impfstoff dahinter, diese Nachricht. Sie kennen mich. Es würde Sie verwundern, wenn ich darauf jetzt eingehe und das als Ursprung nehme, aber Sie. Ich glaube es mir, das ist scheißegal gewesen. Da ging es überhaupt nicht um den Impfstoff. Da hätte auch kommen können, Stimuluszustimmung, da hätte kommen können, Trump erklärt Biden zum Sieger. Ich glaube, das ist völlig egal gewesen. Der Markt hat einfach ein Ventil gesucht, um hier mit einem gekonnten Schlag, und der hat genau 15 Minuten gedauert, dieser Schlag, einfach das ganze Volumen umzudrehen. Denken Sie nochmal zurück, was haben wir gestern erzählt über diese Bewegungswellen, über die und eine mögliche weitere, die sich jetzt hier ziehen könnte, wenn der Markt eben oben über die 12.600 geht. Wenn der Markt drüber geht, hatten wir ja gesagt, solle man eher aufwärts hier orientiert sein, weil er durchaus nochmal eine Bewegung in die Spanne hier, ne? Können Sie sich erinnern, in die Spanne hier reinbringen kann, bevor er dann abkippt und vielleicht hier nochmal ein ABC einlegt. So. Tada, das ist er. Also, boah, ich habe es nicht kommen sehen. Ich habe auch in dem Moment absolut nicht erwartet. Natürlich wusste ich, was ich in der Analyse geschrieben habe. Und natürlich habe ich mir früh viel Mühe gegeben, auch für diejenigen, die von uns die Mails bekommen, nochmal aufzuarbeiten, worauf es jetzt ankommt, nämlich wie schnell der Markt steigt oder fällt halt, ne? Wir haben sogar mal so eine Super Bull, wir haben auch eine Super Bär Variante mit aufgeführt, aber eine Super Bull, damit man erkennt, hey, wenn der Markt schnell Richtung 12.775 steigt, dass er dann im Tagesverlauf auch durchaus noch eine 18.50 und später eine 13.100 erreichen kann. Viel Mühe habe ich mir gegeben, künstlerisch sehr wertvoll gewesen, ganz viele tolle Farben verwendet. Und im Endeffekt mündete eine Diskussion mit einem unserer Chatmitglieder, worum es darum ging, ob denn die Super Bull-Variante überhaupt noch aktiv ist oder nicht, endete dann in einem riesen Knall, in dem der Markt innerhalb von 15 Minuten nach oben katapultiert wurde, eben mit der Begründung, dass Impfstoff ab 3. Novemberwoche eben dann zur Verfügung stünde. So. Ich denke, wir kennen dieses ganze Palaver mit dem Impfstoff. Das ist nicht das erste Mal, dass es da Fortschritte gibt. Das ist auch nicht das erste Mal, dass es vorläufige Zulassung für irgendwas gibt. Also ich würde wirklich empfehlen, wir stellen das Thema komplett zurück und schauen jetzt einfach, wie reagiert der Markt jetzt weiter halt, ne? Hält es sich jetzt auf dem Niveau oder kippt er hier um? Wir haben Turnaround Tuesday vor uns. Also Turnaround Tuesday, da müssen schon ein bisschen die Alarmglocken angehen. Sollte es den Markt hier unter raus nach unten raus ein bisschen zu viel Drive drauf geben, müsste man jetzt hier tatsächlich nämlich einen Pullback auf Ursprung noch mit einkalkulieren. Das könnte dann ungefähr so aussehen, dass der DAX hier jetzt nochmal dann draufstößt, von dort nochmal kurz nach oben zuckt und dann hier auch noch das Gap zumacht. Also das ist gar nicht so abwegig in dem Moment, wo der DAX dann tatsächlich hier unten nochmal in die Region um 12.700, 12.670, 12.650 und dann hier 12.600 bis Gap Close 12.480 geht. Das wäre recht tief, wäre dann die komplette Umkehr vom Dienstag, vom Montag. Wäre gar nicht üblich, außer dass das wirklich eine richtig fette Short-Squeeze-Kerze gewesen hier, die einfach nur zum Ziel hatte, den Kollegen auszustoppen. Ansonsten würde ich jetzt hier favorisieren erstmal, dass er vielleicht gar nicht so eine Katastrophe macht und hier jetzt einfach Bedenkzeit braucht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in dem Bereich 39, 900 hier einfach ein bisschen zurücksetzen, vielleicht sogar einen Tacken tiefer, ja, dass wir hier einfach nochmal ein Stückchen, vielleicht sogar mit einem kleinen Abwärtsgap reinkommen. Und das ist nicht, der kann auch mit einem Aufwärtsgap kommen. Und dann hier nochmal ein bisschen hochlaufen, hier nochmal ein bisschen rumdruckern, ein bisschen zur Seite schieben und dann einfach die Entscheidung vertagen und uns hier in einem Dreieck erstmal verrennen. Das wäre auch nicht unüblich auf eine so eine Situation und ansonsten muss man ganz klar sagen, alles was oben rüber hinausgeht, kräftiges Aufwärtsgap und volle Pulle weiter, ne, also
Das haben, wir haben es gestern schon gesagt, ne? Breakaway Gaps, Trend Gaps, Aufwärtsbewegung, ne? Bleibt so ein Gap offen, dann kann der Markt richtig raustreiben. Wir haben gesagt, es kann ein Trendtag werden, jetzt auch wegen beiden, nicht wegen dem Corona-Impfstoff, sondern sogar auch wegen beiden, dass dann durchaus einen Aufwärtsgap kommen, oder nicht ein Aufwärtsgap kommen kann, aber dass ein Trendtag oben wie unten kommen kann, eben, dass man sich darauf einstellen sollte. Also soweit hat er charttechnisch sich im Groben und Ganzen ein bisschen versucht dran zu halten. Natürlich völlig, das brauchen wir gar nicht zurechtreden, das ist ein völliger Abfuck gewesen, was der gemacht hat. Da findet man gar keine, da finde ich gar keine Worte für, die ich ihn da überhaupt sinnvoll platzieren kann. Auf jeden Fall hat er jetzt geschafft, dass so ziemlich jeder irgendwo im Short erstmal richtig auf die Fresse gekriegt haben dürfte, keine Lust mehr haben dürfte, da überhaupt noch an den Shorts festzuhalten. Und ja, er würde ihm unten raus das Fenster ein bisschen eröffnen. Ja, oben hätten wir jetzt die 13.445, die 13.570 dann da oben, bis 13.600 und 13.800 letztendlich. Das heißt, in dem Moment, wo unser DAX oben rausgeht, macht er sich von Marke zu Marke immer mehr frei. Das geht dann bis hoch zum Allzeithoch natürlich weiter halt, ne? Also Stück für Stück holt er sich dann da immer mehr Marken einfach ins Boot, mit jedem Widerstand, den er da rausnimmt. Meine Erwartungshaltung wäre in dem Moment, wo wir aber oben rumdrucksen, dass wir vom neuen Hoch auch wieder zurückzucken, erstmal wieder reingehen in den Handel und dann später erst nachhaltig rauskommen und dann tatsächlich aber durchaus die 13.445, 13.460 erreichen können. Das war das letzte Hoch, was wir hier oben markiert hatten. Das wäre einfach jetzt ein typischer Anlaufkorridor. Solltet ihr aber unten rausarbeiten, für mich so ein bisschen die 12.900, das Master-Ding unter 12.900, kalkuliere ich eine komplette Umkehr des Tages ein. Also auch, dass der Dienstag den kompletten Montag ausgekontert kriegt und hier tatsächlich nochmal bis auf den Ursprung dieser Bewegung zurückschlägt. Das wäre dann um 12.700 rum. Also unter 12.900 muss man ein bisschen aufpassen. Bisschen Platz vielleicht noch geben, aber ich würde schon so, also so ein Bereich um 39, 900, das wäre für mich jetzt so die zentrale Unterstützung, da sollte der Markt drehen. Alles, was tiefer geht, sehe ich dann eher als kompletten Konter der Bewegung an halt, ne? So, damit haben wir oben die Marken durch, unten Ziel 500, alles, was dann tiefer geht, wird er dann ordentlich am Lenkrad reißen, der Bereich um 12, oh, was habe ich jetzt hier? Falsche Werkzeug. Der Bereich um 12,40 bleibt weiterhin riesengroße Anlaufzone unten. Wenn er denn jetzt hier richtig auf die Kacke haut, Rest nehmen wir erstmal raus, gucken wir uns erstmal an, wie er jetzt hier läuft. Ordentliches Programm, also die US-Wahl, wer da denkt, da ging viel, ne? Wahnsinn, Wahnsinn, habe ich noch nicht erlebt. Also nach unten habe ich sowas schon mal gesehen, das haben wir mal mit Draghi geschafft. Der hat irgend so ein, nee, der Frankencrash war das. Der Frankencrash war das damals. Puh. 2015, 2016, 2014, 2013, irgendwo in dem Zeitraum hat mal die Schweizer Notenbank einfach die Kopplung vom Euro aufgegeben. Da hat der DAX auch so einen 600-Punkte-Sprung nach unten gemacht. Das ging auch in ein paar Minuten. Ja, also da war auch in ein paar Stunden das ganze Ding durch. Der ist auch 600 Punkte, glaube ich, an dem Tag am Stück gefallen. Das ist mit dem hier durchaus vergleichbar. Am Tagesende stand man dort aber wieder komplett auf der anderen Seite. Hier müssen wir schon sagen, hat der DAX natürlich auch ordentlich Kaufsignale jetzt gesetzt. Sprich, kriegt er jetzt Feuer rein, kriegt er Futter rein, kommen da jetzt Anschlusskäufe, kann er sich hier oben erst ruhig erstmal verschachern. Auf Tagesebene wird es jetzt ganz wichtig, diesen Kerzenkörper ein bisschen im Blick zu behalten. Wir haben ja hier über die, wow, was geht hier? Ganz viele Fibos drin, woher auch immer die kommen. Wo auch immer die herkommen. Wir haben hier drüber gesprochen, über diese Channelkante hier oben, dass die dann nochmal wichtig wird, dass die ein wichtiger Anlaufpunkt wird. Sie sehen, der DAX hat die Botschaft verstanden, hat oben am Bollinger Band mal angestoßen, Stochastik jetzt deutlich höher, sind jetzt hier angestoßen. Reaktion von hier wäre auch denkbar, kommt jetzt hier eine rote Tageskerze, wird wahrscheinlich noch eine hinterherkommen. Aber mit dem Kerzenkörper muss man sehr genau nehmen jetzt. Jeder Tagesschluss, der jetzt da drüber kommt, ist ein Kaufsignal. Und ein Kaufsignal für einen starken Trend, der schon beschleunigt hat, das kann dann gut auch noch weitergehen. Ja? Also wenn er sich jetzt hier auf dem Niveau ein bisschen seitwärts vielleicht eine Woche hin und her hampelt, sollte man dann durchaus auf dem Schirm haben, dass er eben oben noch ein paar gute Meter dann raussteigen kann. Und wenn er jetzt hier den Abwärtstrend bricht, dann haben wir keinen Abwärtstrend mehr.
Ja, also dann hat der DAX es geschafft, dann ist der letzte Abwärtstrend schon wieder tot, dann ist er erstmal raus und in dem Moment wäre für den DAX dann typisch, dass er eben nach Beendigung des Abwärtstrendes wieder einen neuen Aufwärtstrend aufgreift. Der hat schon einen kleinen Aufwärtstrend aus untergeordneter Zeiteinheit, aber für einen Aufwärtstrend gehören immer ein bisschen steigende Hochs und steigende Tiefs dazu, sprich, die müsste er jetzt noch bauen, dass er dann einfach einen höheres Tief quasi baut und von dort dann nochmal ein höheres Hoch und dann hat er einen Aufwärtstrend safe und kann hier oben in neue Gefilde vorstoßen. Ja, von der Erwartungshaltung rechne ich hier jetzt tatsächlich eher erstmal mit seitwärts, außer die kippen das Ding nach unten um. Das sollte man bei so einer Short-Squeeze-Kerze ein bisschen im Blick behalten. In dem Moment würde ich auch den Fall hier mal aktiv lassen, weil tatsächlich das Ziel dann hier nicht unwahrscheinlich ist, dass das auch durchaus nochmal in den Bereich hier nach unten zurücksticht. Aber das gucken wir, das will ich erst sehen. Also man sollte da jetzt nicht blind drauf losstieren und losstampfen, wenn man das unbedingt haben will. Aber so gerade so Wahlausgang halt, ne, das wäre nochmal schöner Anlaufpunkt. Also da, wo die Wahl begonnen oder beendet wurde, ne, also dieses Spektrum so um 12:40, das wäre so schon schönes Rücklaufziel auf der großen Zeiteinheit. Für diejenigen, die das traden wollen, sollte man aber wirklich halt auch noch eigentlich eine rote Taxkarte abwarten halt. Ne? Also in eine grüne rein zu hauen jetzt hier und schon massiv short. Es kann gut sein, dass die rote jetzt kommt, aber man sollte sie technischerweise richtig noch abwarten. Weil wenn der jetzt nochmal so einen Tag hochstellt oder sich ans Tageshoch nochmal hochstellt, dann sieht das schon wieder scheiße aus, wenn sie jetzt hier short drin sind. Weil dann kommen sie auch mit dem Stopp ganz schön in Bredouille halt. Ne? Dann vielleicht lieber erst noch die rote Konterkerze abwarten, dann hat man da eine Vorgabe. Ja, das soweit ein bisschen der Tagesblick, also ruhig den Kerzenkörper da jetzt im Blick behalten, ne? Geht der DAX oben drüber, geht der DAX unten drunter, das wird jetzt ganz wichtig. Interessant auf jeden Fall, dass er unseren Channel ein bisschen versucht hat zu halten auf großer Ebene, auch wenn es natürlich nicht ganz getroffen ist, auf der Dimension, Sie sehen es ja, aber er hat versucht den Kerzenkörper wieder reinzuziehen, das erkennen wir ihn mal lobend an. Unter der 13.000 hat er sich auch gehalten, also ganz so übermäßig, übertrieben positiv hat er sich dann doch nicht gefühlt. Vielleicht auch eine SAP, die einfach ein schlechtes Bild abgegeben hat im Tageschart, die per Aufwärtskipp reingesetzt wurde und dann mit roter Tageskerze geschlossen hat. Bah, ekliges Bild. Andere Sache vielleicht auch, dass diese ganzen schwachen Branchen gekauft wurden, ne? Automobilsektor, Luftfahrt, Tourismus, all sowas mächtig nach oben gezogen. Das sind alles Titel, die echt auf die Fresse gekriegt haben die letzten Wochen. Das sind natürlich auch Titel, wo viele auf Verlusten noch sitzen und auch professionelle Anleger auf Verlusten sitzen, wo man aufpassen muss, dass die nicht einfach sagen, puh, jetzt kriege ich hier nochmal eine Chance. Gut aus diesem Titel rauszukommen, weg damit. Passt nicht mehr in mein Risikoprofil, ne? Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das ist schon auf schwachen Werten gebaut. Nicht komplett, das ist jetzt verkehrt. Also da haben auch starke Werte mitgezogen, aber Sie haben es ja gesehen, was sich bewegt hat, ne? Gut, von daher, also das mir im Tageschart wichtig, grundsätzlich natürlich potenzielles Abwärtstrendende, das steht jetzt hier direkt definitiv drin. Wir haben auch ein höheres Hoch bekommen, als das hier der Fall war. Das heißt, das hat er zumindest erstmal weggerotzt. Jetzt wird wichtig, die höhere Tieffolge auszubilden, eine höhere Hochfolge. Und man muss dem DAX aber nach oben raus Spielraum geben. Also er ist über eine Übertreibung. Übertreibungen, die können unbefristet erstmal weiterlaufen. Also das würde, lass uns noch so eine Kerze dahinter stellen, weil jetzt noch eine Stimulusvereinbarung kommt. Der kommt ja gar nicht mehr klar. Der spritzt sich nur noch ins Gesicht halt, ne, vor Freude. Also da passen Sie auf halt, ne? Wenn der Markt einmal mal übertreiben ist, dann weil er gleich Geld holen kann, unterschätzen Sie mir aber nicht das Rebound-Risiko jetzt und gucken Sie mir bitte auf die 11, 12, 900er halt, ne? Als wenn der da drunter säbelt, also ich würde in die Hände klatschen. Ich klatsche ihn im Video 2 Minuten in die Hände, wenn der zum Dienstag das Ding auskontert. Und sowas macht der DAX, ehrlich, das ist auch keine Scheiße halt, ne? Das macht der ab und an auch einfach mal. Auch auf kleinerer Ebene, nicht so krass, so übertrieben, aber das ist das gleiche Muster, nur auf größerem Timeframe. Die Reaktion, die Wirkung, das, was dahinter psychisch und auch von marktseitig liegt, das ist das gleiche halt, ne? In so einer Squeeze-Kerze. Also da wirklich ein bisschen aufpassen. Durchaus 640, 600 halt, ne? Das wäre dann so Anlaufziele. Wenn Sie das kommen sehen, dann von dort auf jeden Fall eine stärkere Reaktion einplanen. Ne? Das kann dann gut normal auch, das kann ein paar Punkte hochgehen. Ne? Und ansonsten lassen Sie mir oben jetzt erstmal nicht aus dem Blick in dem Moment, wo er hier nicht
unter 12.900 sollen sie die Gedanken zurückstellen, ne? Und vor allen Dingen auch sogar vielleicht erstmal eine Norm suchen. In dem Moment, wo er nämlich unten die Bewegung abflacht und wieder nach oben auftritt, wäre das eher was für die Long-Seite. Okay, gut. Dann soll es das von meiner Seite soweit sein. Ich würde das Video hier zumachen. Ich wünsche Ihnen richtig viel Erfolg zum Mittwoch. Ich hoffe, dass Sie gut durchgekommen sind. Wir können auch mal schnell neue Optionsscheine reinnehmen. Sehen Sie mir das nach. Also, bitte. Konnte ich nicht kommen sehen halten. Ich weiß, ich sage immer, Sie sollen die nicht kaufen in die steigende Bewegung, ne? Die Puts nicht in die steigende Bewegung kaufen, die Longs nicht in die fallende Bewegung reinhaufen, aber ich bin mir natürlich auch bewusst, dass man in so einem Moment gar keine Chance gehabt hat, überhaupt irgendwie was zu agieren oder zu reagieren. Das waren 15 Minuten, meine Freunde. 15 Minuten, das ist ja total krank gewesen halt, ne? Also, da bist du, wenn du da nicht einen Stop-Loss drin hast und dir bei Zeiten mal gesagt hast, ne, ich trade lieber immer noch mit Stop-Loss, dann hast du den Scheiß bis zum Ende angeguckt, bis zum Hoch und dann sind die K.O.s, die sind geplatzt halt, ne? Ich habe jetzt hier neue mit reingenommen. Einmal der 13.552. Das ist halt ein bisschen über diesem letzten Hoch hier einfach, ne? Für den Fall der Fälle, er sollte hier bloß noch einmal drüber tippen, um dann so nach unten zu nehmen. Das würde ich so ganz gut finden, weil wir haben es links vorhin gesehen, 4,45 das letzte Hoch, 4,60 ist. Und dann würde ich deutlich höher greifen mit dem anderen halt, ne? Also wenn er eher was Konservatives sucht. Für die Aufwärtsstrecken würde ich hier jetzt auch noch einen dazu nehmen, den 12,425er. Den haben wir, glaube ich, auch schon mal drinne gehabt. Nee, haben wir noch nicht drinne gehabt. Den anderen hat man drinne, aber der ist jetzt zu weit weg, sicher für vieles. Wollen ja viele immer lieber eher die näheren, dass sie nicht so teuer sind. Der liegt jetzt hier so unten in dem Bereich. Deckt damit dieses Gap ab. Ich glaube, wenn der Markt hochdreht, dann in dem Bereich. Deswegen würde ich den K.O. hier unten wählen. So als absolutes Backup dreht er in dem Bereich hier hoch. Kann man dann nämlich schön mit dem arbeiten. Dann ist der auch nicht ganz so teuer. In dem Moment, wo der Markt sich wieder hochdreht. Sie sollen ihn nicht kaufen, wenn der Markt fällt. Ne, wenn er lange roten Kerzen stellt, im Zweifel stellt er dann nämlich noch eine durch, die 4,25 durch. Aber tiefer brauche ich ihn keinen reinstellen. Gucken Sie mal, wenn ich hier unter die 3,70 gehen würde, dann hätte man hier den Gap Close. Wenn ich hier unter die 2,70 gehen würde, dann haben wir hier dieses größere Fenster von der Wahl, wo er eh reinstechen soll und bis in die 12,50 dann. Sprich, dann müsste ich unter 12,050 gehen und unter 12,050 kann man sich auch nicht wirklich platzieren. Also für mich ist das hier fast schon die beste, engste Wahl. Und darüber würde ich dann echt wieder auf den hier unten zurückgehen halt, ne? Also, das ist einfach zu heiß dann. Weil das ist hier alles dann, wenn es den wirklich hier runterledert, dann ist das hier unten auch alles erreichbar halt, ne? Über die nächsten Tage. Von daher achten Sie wirklich darauf, dass Sie mit Stop-Loss arbeiten, dass Sie den wirklich nur in den Punkten nehmen, wo er aufwärts drückt, wo er abwärts drückt. Ich meine, gucken Sie mal, wenn wir den nehmen hier, wann haben wir den gepostet, da war 5 Punkte vorne, 5 Euro zu haben, der müsste jetzt auch knapp bei 15 stehen halt, ne? Das lohnt sich dann auch halt, ne? Dann lieber halt so, als dass ich versuche, einen Schein, der nur noch 1 Euro wert ist, auf 3 Euro zu prügeln und dann stoppt es mir den aus. Nee, dann kann ich auch einen Schein nehmen, der vielleicht 5 oder 6 Euro kostet und prügel den halt auch aufs Dreifache hoch, auf 15, 16 Euro halt. Das funktioniert da auch. Nicht ganz so schnell, macht nicht ganz so viel Spaß, aber das ist dann eben Hebel und so weiter. Okay, ich glaube, das wissen Sie. Ich würde das so machen. Sie können natürlich machen, was Sie wollen. Ich habe gar kein Recht, Ihnen das zu sagen. Ich bin auch kein Anlageberater, darf Ihnen das nicht sagen. Deswegen einfach so würde ich es machen, Punkt aus Ende. Ich drücke die Daumen, dass Sie hier was wegkriegen. Viel Erfolg und lassen Sie sich nicht unterkriegen halt. Nutzen Sie aber bitte die Stop-Loss halt. Ne? Also Sie kennen das. Ne? Und das gegen dich hast, dann musst du halt echt mit einer kleinen Position dabei sein. Und ich kenne schon welche, die sind ins Wochenende reingegangen, weil sie unbedingt Short halten mussten und haben schon gesagt, oh, hoffentlich kommt da kein Aufwärtsgap, dann knallt es mir das Konto weg. Also bei denen wäre es auch egal gewesen, wenn die 20.000 Euro mehr auf dem Konto gehabt hätten, da wäre es dann die Bewegung gewesen, die rausgevögelt hätte halt. Ne? Also bedenken Sie das Gap-Risiko, nicht gegen die Bewegung und so weiter, Stop-Loss-Verhältnissen, wenn man das beachtet, ist man schon mal nicht auf der Seite, dass man auf der Negativseite immer wieder massiv überrumpelt wird halt. Ne? Gut, ich mache aus, viel Erfolg, gutes Gelingen, wir hören uns morgen wieder. Ciao.